Hallo und herzlich willkommen zu 70s to Die. Ich bin Chili81 und mit dabei ist wieder die Hani. Hallöchen. Schön, dass ihr da seid. Heute haben wir es Tag 81, 23:26 Uhr. Winnie ist leider gesundheitsbedingt nicht mit dabei. Aber als Zuschauer, wie ich gehört habe, ja, Winnie, sei gegrüßt, falls du gerade jetzt schon zuschaust. Na, wir hoffen natürlich alle, dass du bald wieder dabei bist. Ja, Plan für heute. Plan für heute ist auf jeden Fall im Schneegebiet. Ich möchte unbedingt probieren, ob wir da tatsächlich an Nitrat kommen. Heißt, da werde ich mir ein bisschen was mitnehmen müssen, ein bisschen umschichten, dies, das und jenes. Könnte vielleicht vom Geräuschpegel her ein bisschen unangenehm werden. Wir werden sehen. Ja. Da gewöhnt man sich irgendwann Ja, ich glaube, wenn man das zu lange macht, dann blendet man das aus, irgendwie. dran. Ja. Gut, das Aufwertungswerkzeug brauche ich nicht. Das brauche ich, den Erdbohrer brauche ich. Ich werde mich natürlich vorbereiten müssen, um genug da mitzunehmen. So, was macht denn der Bier? Ach ja, Bier hatten wir ja angestellt. Da durfte schon ein bisschen was fertig sein, denke ich. Ach so, muss noch irgendwas angepflanzt werden? Hopfen würde ich auf jeden Fall empfehlen. Alles klar, dann mache ich das mal fix, ne? So, oh, okay. Die ersten 40 Bier sind fertig. Oha. Hier draußen ist doch was los. Ja, Hunde. Warum? Die springen auf den Stacheln, ja. Ja, oder oh Mann, ich mag das immer nicht, wie die so jaulen. Das hört sich immer so, oh, das ist Ja, furchtbar. Ich meine, ich einen habe hasse ich weg. die, ne? Ich hasse die Hunde, gar keine Frage, weil das ja, ich meine, das sind ja keine Hunde, aber oh, schlimm. Die sind hier unter der Brücke. Ist vorbei, Hani. Aber nee, hier bei mir sind welche. Ach, tatsächlich, da hüpft noch was. Und einer steht da vor den Stacheln. Das so schlimm, ne? Okay, ein bisschen Damage haben sie gemacht. Ungefähr 30 Schaden insgesamt. Ein paar hatten mich gerade erwischt, aber die sind alle weg und ich bin nicht infiziert, ne? Oh, das ist ja mal ein Ding. Die haben sich wohl vorher gewaschen oder so. Okay. Naja, ist ja auch mal schön. So, Gammafleisch hauen wir weg, der Rest ist gut, das behalten wir. Ja, Essen, Trinken und so weiter muss ich mir alles noch einpacken, ne? Für meine Tour könnte ja ein bisschen dauern da unten. Reparaturkits brauche ich definitiv auch welche. Ja, auf Garantie. Das, was wir behalten, packe ich einfach mal in die Lootkiste rein. So. Das behalten wir auch. So. Ich muss aber noch ein bisschen was umschichten hier. So. Wieso höre ich das Zähne klappern? Ich weiß nicht, ist dir kalt? Hört sich aber komisch an. Wer weiß, was das für ein Geräusch war. Machen wir es mal so rum. Okay, Diese roter Tee ist ja auch Kleinigkeiten. wieder da, ist auch gut. Ja, ich glaube 111 hatte ich gemacht oder so waren das. So, Essen, Trinken habe ich dabei. Was mache ich jetzt? Also Medizin lasse ich auf jeden Fall drinne im Gürtel. Ich brauche aber ein bisschen Platz noch. Ich glaube, für Bruchsand nehme ich dann auch lieber die Schaufel und die Eisenspitzhacke oder die Stahlspitzhacke lasse ich dann doch lieber hier, wo ich ja mit dem Also die Erdbohrer. Schaufel würde ich dir empfehlen mitzunehmen, ja, wenn du den Bruchsand findest, ne? Ja, das mache ich auf jeden Fall. Medizin nehme ich auch noch mal ein bisschen was mit. Ich glaube, vielleicht sogar die eine oder andere Schiene Ja. könnte sinnvoll sein. Ich nehme mal 4 Stück mit.
Auf jeden Fall werde ich Holz mitnehmen. Ich werde mir nämlich ein paar Holzrahmen machen und so nachher auch wieder Ja. hochkommen. Ja. So habe ich mir das gedacht, sodass ich ziemlich kerzengerade so runterbuddeln kann und dann in jede Richtung so. Haben wir eigentlich noch Fackeln irgendwo zu liegen hier? Ja, guck mal bei mir in die Kiste, da müssten doch über 50 Stück drinne sein. Ja, da nehme ich mir 4 Stück mal raus. Und ich werde mir auch ein paar Betonblöcke machen, die ich denn da, wo ich runtergehe, einfach mal hinstelle, Fackeln ranmache, dass ich weiß, ah, Da ist ein Loch. da war der Zugang. Auch wenn ich ihn mit diesen Gestellen dann zumachen werde. Na, aber so findet man das leichter, wenn man dann unterwegs Ja, ist. Ne? das stimmt. So, die Fackeln habe ich, Holz habe ich, Medizin habe ich, Essen, Trinken habe ich. Bisschen Beton, damit ich mir schon mal so 3 Blöcke mache. Siehst du, da bietet er mir schon Beton an. Hier ganzen Block machen wir gleich 3 Stück. So. Oh, ich glaube, ich habe jetzt auch 4, ist aber nicht schlimm. Habe ich halt ein mehr. Also ich habe mir gedacht, so mit diesen Blöcken außen so 3 Fackeln zu setzen und unten beim Ausgang eine, sodass ich dann weiß, wenn ich unten darum zurücklaufe, hier ist die Fackel, hier geht's hoch. Weißt du? Ja, das geht auch. Sowas, sowas. Ne? Und ansonsten kann ich mich ja da unten vertun noch und nöcher, wie ich möchte. So, Reparaturkits. Dann gucken wir mal, wie viel haben wir. Ansonsten, wenn du nicht ganz so tief buddeln willst, so ungefähr, kannst du ja auch in die Mine gehen. Da wo. Also die da im Schneegebiet ist, ich weiß ja nicht, dann musst du nicht ganz so tief buddeln. Naja, aber falls man Nitrat erst wirklich so weit unten finden sollte. Ich wollte mal diesen Test machen, so wie ich es schon Ach so. ausprobiert habe. Namend und Danke schreibt Winnie. Ja, natürlich gerne. Nabend. Stinkende Last klingt gut, ne? Ich habe doch bloß Essen mit. Stinkende Last. Ja, ich weiß auch nicht. Das hört sich so, das wirkt so unhöflich. Irgendwie ein bisschen negativ, weißt Ja. du? Ich meine, das ist Essen, das stinkt doch nicht. Also du weißt schon, wie ich meine. Das ist doch nicht irgendwie. Vor allen Dingen, Essen ist ja keine Last, das ist ja eine Notdurft, die du dann verrichten musst. Ja. Anders geht es ja nun mal halt nicht. Also Ha, ich finde das unhöflich. die Frage ist, wie viel Sprit nehme ich mir jetzt mit? Also 7 Stacks würde ich schon, denke ich, mitnehmen. Na, ich klopp mir mal ordentlich was drin, aber ich brauche auch wahrscheinlich mehr. Ja, vor allen Dingen, du findest ja immer was und musst ja immer Stück für Stück dann weiter. Und ich will ja nur ganz nach unten und dann gucken, wie weit ich da komme. Ja, ich muss mir auch noch ein bisschen Benzin mitnehmen. Ich meine, ich könnte mir ja auch trotzdem ein bisschen mehr mitnehmen. Ich kann ja jederzeit wieder hoch und was im Moped lagern. Aber ich gehe jetzt hier rein. Oder habe ich mein Moped da hinten geparkt? Nee, ne? Nee, das hier. So. Ab durch die Luke. Jo, machen wir. So, ich habe jetzt. Warte. Huch. Ich habe jetzt 91 Reparaturkits. Ich denke mal, das könnte eine Weile halten. Ich brauche ja immer nur 2, glaube ich, ne? Zum Reparieren war das. Ja. Haltbarkeit haben wir wieder ein bisschen runtergeschraubt, damit wir da besser vorankommen. Vor allen Dingen auch hier unten und ich beim Graben. Moped auftanken muss ich auch wahrscheinlich, da dürfte aber nicht so viel fehlen. So, ich bleib mal hier drin und guck mal erst auf die Karte, dass ich das ein bisschen planen kann im Schneegebiet, wo ich da jetzt hin will. Dieses kleine Schneegebiet werde ich, glaube ich, nicht nehmen. Weil wenn, wollen wir ja gucken, dass wir auch nachhaltig da ein bisschen mehr finden. Das andere Gebiet ist ja hier ein bisschen größer. Ja. Ja, mal gucken, dass wir da irgendwo hinkommen. Die Frage ist, wo macht man das hier am besten? Diese Vierecke, wenn man hier diese Vierecke sieht, das sind immer so diese grauen Steine. Da wollen wir ja nicht hin. Aber hier sieht man ja immer so dieses, als wäre das im Sand eine Spur. Genau da will ich irgendwo rein und einen Anfang. Und da werde ich wahrscheinlich auch Nitrat finden. Gehe ich ganz stark von aus. Und ich versuche dem Ganzen mal ein bisschen nachzufolgen. Ich glaube, ich versuche es mal von hier aus.
Dann bin ich da im Schneegebiet. Ich glaube, das passt. Ist auch nicht so weit. Da ist gut hinzufinden. Ja, ich denke, das machen wir. Ein bisschen Munition habe ich mit, falls Gegner kommen. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen den Motor runterschrauben hier. Winnie, damit du auf dem Laufenden bist, wir sind immer noch auf Krieger. Ne? Also wir werden es auch voraussichtlich nicht runterstellen. Ich denke, das brauchen wir nicht. Wir sind ja schon so gut ausgerüstet. Ich denke, das geht. So, Alma. Och nee, ne? Ach du Gute. So, die habe Die ich jetzt darf mir nicht aber, fehlen. die habe ich jetzt mal mit der Waffe weggemacht. So, normale Gegner mache ich natürlich wieder mit Messer. Oh. Huch, die ist kaputt gegangen. Irgendwie wollte er gerade mein Licht nicht anmachen. Aber man merkt schon eindeutig, die können mehr ab, ne? Ja. Obwohl das noch geht, also ich fand das gestern schlimmer. Ja, also einmal in Friends, das war schon. Oh Gott, ja, das war. War eine schöne Hausnummer, ja. Okay, Vor allen Dingen Erwin, oh, ey, was habe ich auf diesen Idioten geschossen? ja, der hat echt eine Menge eingesteckt. So, Knochen behalten wir ja. Das wird zerlegt, machen wir mal so. So, jetzt habe ich natürlich wieder Zeug gefunden, wieder was zu wegschmeißen. Ich habe auch übrigens wieder Questzettel. Das Schweigen der Lämmer. Was? Musst mal lesen und dann musst du ja entweder ablehnen oder akzeptieren. Ich pack's erstmal weg. Also klingt auf jeden Fall erstmal interessant. Das lässt sich nicht abstreiten. So, die werde ich erstmal so machen und den weg nachher gleich da setzen, wo ich runterbuddeln will. So. Boah. Oh ja, Hani, du bist nicht weit weg. Oh, das finde ich super. Das freut mich schon sehr, wenn ich da unten das Ganze ein bisschen atmosphärisch gestalten kann. Ja, das geht echt voran hier. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich bin schon wieder voll in Versuchung geführt hier vom Baumstumpf, ne? Ja, das kannst du aber nicht. Du brauchst Platz. Und ein Auto. Ja, ich brauche Platz, ich weiß. Ich werde jede Menge Stein dabei haben. Das weiß ich jetzt schon. Ja gut, die kannst ja teilweise nachher wegschmeißen, weil Steine haben wir eigentlich. Ja, haben wir genug. Wir könnten daraus sogar Aber Bruchsand alles machen. andere, würde ich jetzt mitnehmen. Ja, also Blei, Eisen würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Nitrat natürlich, gar keine Frage. Darum werde ich ja jetzt hauptsächlich unterwegs sein. Und Kohle von unterwegs werde ich jetzt erstmal auch nicht mitnehmen. Wir haben noch ein paar 6000er Stacks rumzuliegen. Oh, muss ich nachher hier aufpassen. Hier hinten war irgendwo wieder so ein Zeltlager, so ein vermintes. So ein Militärzeltlager. Ja. So, hier kommt schon wieder das Wüstengebiet, dann bin ich ja fast da. Kurz danach kommt ja das Schneegebiet.
So, hier sind wir auch schon im Schneegebiet. Meine Flagge sehe ich auch. Oh, ich glaube, ich bin ganz nah. Ja. Okay, ich bin ganz nah. Hier ist es irgendwo. Hier. Okay, er zappelt schon so wild. Ja, den Weg hier richtig. Gut. Habe ich jetzt die Betonsteine hier reingepackt? Ja. Eigentlich wollte ich sie mir im Gürtel packen. So. Okay. So, machen wir es so. Ich könnte eigentlich noch eine Höhe gehen, ne? Dann machen wir das einfach. Zack. So, weiter geht's. Oh, jetzt ist Licht aus. Jetzt muss ich wieder anmachen. So, jetzt kann ich hier den auch noch aufsetzen. Nehmen wir den weg und den weg. So, dann werde ich hier schon mal ein paar Fackeln anbringen, wie ich es vorhatte. Dann sieht man das besser. Zack, zack Ich muss mal ganz und kurz was tauschen. zack. So, Fackeln sind auf jeden Fall schon mal angebracht. Ich glaube, mein Moped parke ich ein kleines Stück weiter weg. Ja, besser ist. Man weiß ja nie so genau. Weil der erste Schwung hier wird auf jeden Fall Bruchsand sein. Ja, aber das muss nicht unbedingt sein. Na, die erste Schicht im Schneegebiet habe ich so die Erfahrung gemacht, ist immer Bruchsand. Und dann kommt relativ schnell Gestein. So. Ja, dann geht's mal nach unten. Ja, sag ich doch, so schnell wie ich jetzt hier unten bin. Sand und Bruchsand. Und das ist jetzt so meine Technik, mich nach unten zu bohren, ne? Man am schnellsten direkt nach unten. Hier ist schon wieder Bruchsand. Und hier habe ich schon Nitrat gefunden. Ich bin aber bestimmt noch nicht ganz unten. Ja, aber das kannst du ja schon mal mitnehmen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, dann arbeite ich mich so Stück für Stück nach unten. Ich guck mal kurz auf der Karte. Ich bin hier tatsächlich in diesem gestrichelten Zeug da, gepunkteten Zeug da so drinne. Ja, da war ich letztens auch und da war gar nichts. Irgendwo habe ich auch ein Loch gebuddelt nach unten. So, wo habe ich jetzt meine Schaufel? Ist sie oben? Hast du den Moped gelassen? Ich glaube, ich habe die ins Moped gepackt. Ja, dann schaffst du doch jeden Mal, ne? Irgendwie. Immer dasselbe. Ja, aber dann kann ich oben schon mal ein bisschen was wegpacken. So, da ist jetzt das Löchli. Die Lochi. Okay, komme ich hier irgendwo? Meine Schaufel habe ich da. Ja, Leute, jetzt seht ihr mal, warum ich mir so viele von diesen Rahmen hergestellt habe. Genau so kommt man hier hoch und oben kann keiner mehr reinfallen. Und hier bin ich schon bei dem Sand. Oh, hier bin ich schon beim Schnee angekommen, das ist super. Ja, das passt, das passt. Aber ich sollte da unten vielleicht noch so ein Ding hinsetzen, ne? So ein Holzrahmen. Mache ich hier mal auch noch. Aber cool. Schön, dass das so klappt. Ne?
So, soll ich Bruchsand mitbringen? Eigentlich nicht, wir haben genug Steine. Ja, kannst du auch machen. Ich meine, haben ist besser als brauchen, aber Steine weiß ich nicht. Also bei Steinen ist wirklich. Steine kriegen wir sowieso so noch und nöcher, ne? So, Ja. gut, packe ich mal Medizin da ein bisschen rein. Das lasse ich mal noch. Holz brauche ich ja dann auch nicht mehr. Ich habe genug hergestellt. Ich habe noch 67 von diesen Dingern übrig. So, Schnee, ja, packe ich mal ins Moped. Wozu auch immer. Wir haben doch schon Schnee im Kühlschrank. Ja, ne? Snowy. Ich habe ja gehofft, man kann vielleicht einen Schneemann bauen, aber das geht nicht. So, okay, 15 Nitrat waren es erst, ne? Aber zumindest war es da. Ne? Das muss man mal Naja, dazu sagen. aber du musst bedenken, Das ist da ist jetzt. Nitrat, dann kommt Bruchsand oder Stein, dahinter kommt Bruchsand, also es wechselt, und dann ist da wieder Nitrat. Also das ist immer nicht nur ein Stück, sondern es kann sein, dass da noch mehr ist, wo du gerade warst. Ja, da werde ich auch schön alles ausschachten, soweit es geht. Wenn ich auf der Ebene nichts mehr finde und kein Bruchsand mehr ist, werde ich wohl nach unten gehen. Ja. Guck mal, hier war schon wieder ein bisschen Nitrat dabei. Ja, das ist immer versteckt. Das habe ich in den Höhlen auch. Du hast Stein, dann kommt wieder Ah, Bruchsand. ich habe Nitrat sogar in Steinform gerade gehabt. Ja, das ist versteckt manchmal da auch, denn das erkennst du gar nicht gleich, weil das so hell Nee. ist Nee, irgendwie. das sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus, ja. Das ist. Ja, das ist ganz komisch. Aber ich finde es schon mal gut, dass ich da überhaupt was gefunden habe, ne? Also das, was ich Ja. ausprobiert habe, so in meinem Test hat funktioniert. Guck mal, das hier sieht so weißlich Naja, aus. Da ist aber du auch siehst ja, Nitrat das drinne. klappt auch nicht überall da, wo ich gebuddelt habe, auch bei diesen Pumpen, die du mir gesagt hast, da war ja gar nichts. Nee, deswegen muss man mehrfach probieren und irgendwann hat man eben halt das Glück. Und das finde ich gut. Ich habe jetzt schon 100 Nitrat. Das ist gut. Das ist Mano. Jetzt habe ich wieder dagegen geschlagen. Mann. Jetzt aber. So. Okay, ich habe hier relativ regelmäßig festes Nitrat drinne. Das ist wieder Stein, oder? Da ist wieder ein bisschen Nitrat drin. Ich mache erst so, ich hülle erstmal eine Ebene so weit aus, Genau, mach das mal. dass ich überall gut rankomme. Wenn ich da was sehe, was Nitrat sein könnte, nehme ich es mit. Darum versuche ich ja immer in den Minen immer so Schicht für Schicht abzutragen, was manchmal natürlich ein bisschen Ja. mühselig ist, wenn du denn viel Stein hast, aber meistens kommt da unter noch mal irgendwas anderes. Ja, also der Bruchsand will mich ja jetzt auch schon wieder runterführen, ne? Naja. Und da ist überall so ein bisschen Nitrat dabei. So, und hier hinten hatten wir ja auch noch. Wo war jetzt mein Loch, wo ich hoch muss hier, ne? Du wolltest dir doch eine Fackel setzen. Genau, das mache ich jetzt nämlich auch. Hier war es, da will ich hoch. Also mache ich hier. Ah, okay. Oh shit. Was denn? Okay, er hat die abgenommen. Das ist auch gut. Ich wollte bloß Stein ein bisschen wegmachen, damit die Fackel besser zu sehen ist. An dem Was Stein. heißt Und jetzt hat er die Fackel weggemacht, aber er hat sie mir ins Inventar getan. Also Na, Gott sei Dank. nicht weiter tragisch. Ich hatte schon Angst, sie ist kaputt gegangen. Ja, das wäre jetzt ärgerlich geworden. Ja. Da mache ich sie da. Da hängt sie. Schön. Dann geht's weiter mit dem Spaten. Na, dann können wir ja Schießpulver nachher herstellen. War meine Fresse. Ja, also ich hoffe drauf, ne? Also. Dann können wir doch noch ein paar Dynamitstangen machen und dann kann ich mich wieder in die Luft jagen. Ja, man muss hier immer ein bisschen auch anklopfen und gucken, ist da jetzt ein Nitrat oder ist da nicht. So, ich glaube hier überall nicht.
Da. Okay, dann muss ich doch eine Schicht weiter runtergehen wieder. Was man hier an Stahlgerüsten verbraucht, ist auch Wahnsinn. Tausende, ne? Also. Honey. Hä? Ich habe jetzt 426 Nitrat, also ich glaube, das hier wird unsere Nitratmine. Okay. Also warte mal, dann gucke ich mal, wo du bist auf der Karte und dann markiere ich mir das mal. Du bist ja im Schneegebiet, hast du gesagt. Ja. Da, ach, da bist du. Du bist ja weit weg. Nö. Dann mache ich mir da mal ein Symbol hin. So. Also wie gesagt, in der kurzen Zeit jetzt 429 Nitrat, das ist schon gut. Du, das habe ich ja in der anderen Mine, wo ich doch sagte, da war Nitrat. Da hatte ich ja auch so viel rausgeholt, aber jetzt finde ich doch nicht mehr. Oder ich muss noch tiefer buddeln, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wonach das da geht, wie das, keine Ahnung. Das oh, hier habe ich auch wieder Kohle. Ja, das ist meistens auch da. Kohle oder Blei hast du manchmal auch noch mit dazwischen. Obwohl Blei können wir ja auch gebrauchen, ne? Na, du setzt das auch. Hä? Da lang. Das hat die schon wieder rüber. Na, dann kriegst du noch ein bisschen was. Okay, hier finde ich mehr so Eisen und sowas. Ja, und jetzt seht ihr mal, was Hani regelmäßig macht, ne? Ja.